So, und bevor wir uns weiter mit unseren großen Pokémon durch die ganzen Kimono Girls hier schlachten, gehen wir nochmal schnell, was ich gesagt habe, auf die Route und labern nochmal mit den Spacken. Du Hypnose. Natürlich ein wildes Pokémon. Was mit Fukano? Warum könnten wir das nicht haben? Warum kriegen wir denn so einen Fettvogel? Warum? Erklärt es mir. Warum immer ich? Tauschen mal, weil der Kampf sonst endlos gehen würde. Oh mein Gott, Tausch. Es flieht vor Angst. Hä? In den anderen Spielen ist es doch so, dass es jetzt ein anderes Pokémon aus meinem Team hätte kämpfen müssen. Die ihr? Wir finden dasselbe in unseren Pokémon. Ja, okay, die nicht. Vielleicht eine gute Taktik, bei gegnerischen Pokémon scharf zu versetzen oder sie zu paralysieren. Seht ihr, umsonst sind wir hierher gekommen. Ja, oder war das bei wilden Pokémon immer so, dass sie einen in die Flucht schlagen? Weil selber, wenn man Brüller selbst benutzt, ist es ja so, dass man wilde Pokémon zum Fliehen bringt oder das Pokémon des derzeitigen Gegners auswechseln lässt gegen ein zufälliges anderes Pokémon. Gibt's das mit dem Auswechseln der Generation überhaupt schon? Ich weiß es nicht. Ich tanze immer mit meinem Pokémon. Natürlich trainiere ich sie auch. Hm. Solange es kein surfendes Rizeros ist. Keiko. Psyana. Weiß ich, warum manche von denen so fast schon klischee-japanische Namen haben und manche dann Edith heißen oder so, aber... da frage ich... Da will ich schon wieder zu viel wissen. Oh, Konfusion. Nicht so geil. Ach, Reuter, warum bist du so scheiße? Oh, Fels. Ja, Fels, los. Ernsthaft, Reuter? Alter, nee, das war so eine jämmerliche Aktion schon wieder von mir. Das habe ich keine Worte zu. Jetzt kommt Fels, der total imbar ist mit Steinwurf und macht alles weg. Denn Fels und jeden. Na okay, fast. Müsste sich eigentlich auch bald entwickeln, der Fels, ne? Oder die Felsin, das ist ja weiblich, das Viech, aber... Da gebe ich einen Fick drauf. So, Reuter und Fels erhalten Erfahrungspunkte. Oh, beinahe, fest hätte ich dich gehabt. Aber nur fast. So, du, alle. Ist meine Haarspange nicht hübsch? Oh, ein Pokémon-Kampf. Seht mal wieder, warum die eigentlich nichts taugen, die Kimono Girls. Weil die sich nur auf irgendwelchen anderen Scheiß konzentrieren. Linda. Hier ist dieser Klischee-Deutschland-Name. Oder haben die alle Namen aus verschiedenen Regionen? Edith? Keiko? Linda. Was kommt als nächstes? Mir fallen jetzt dummerweise keine anderen Namen ein. Übrigens nach Tara. Sieht voll cool aus, ist aber, finde ich, nicht so nützlich, weil es eher halt ein Tank-Pokémon ist. Und kaum Damage halt macht. Aber es sieht verdammt cool aus, meiner Meinung nach. Ich meine, es ist schwarz mit gelben Kreisen. Wie geil ist das denn? Ja. Ach ja, wir sitzen jetzt übrigens... Warum habe ich das eigentlich eingeschläfert? Ich wollte es vergiften. Och, Reuter, alter Schwede, Reuter. Reuter bringt mich nochmal ins Grab. Langsam, aber sicher. Haben wir's denn bald? Könnt das Viech mal aufwachen? Ich will sogar, dass es aufwacht. Ah, jetzt ist eh bald zu spät, ne? Es schläft immer noch. Oh. Reuter. Alter, wir sollten Reuter am besten wirklich nur einsetzen gegen Pokémon, gegen die was ausrichten kann. Wie viele Runden schläft das Teil jetzt schon? Kann das mal einer nachzählen? Jetzt ist es natürlich auch Verfolgung. Reuter!
700. Schön. Linda wurde besiegt. Ich habe keine Pokémon mehr übrig. Was für eine Standardphrase. Jeden Monat stecke ich mir eine andere Blume in die Spange. Was für eine Spange. Rhythmus ist nicht nur zum Tanzen, sondern auch für Pokémon. Ja, ich weiß, ich entschuldige mich, das musste sein. Du, oh, du scheinst nett zu sein. Willst du kämpfen? Oh, du bist aber nett und dein großes Pokémon erst recht. Oh. Ich meine, was soll ich denn anders sagen, auch wenn die aussehen wie irgendwelche alten Waschweiber. Aquana. Mensch, irgendwas, was Reuter hoffentlich schneller als in 20 Runden besiegen kann. Vielleicht sogar in einer, aber ich verwette nicht meinen Hut drauf. Ich trage keinen Hut, aber... Ich... Sogar das ist ein Ziel, auf das ich Giftpuder einsetzen will. Hat das denn überhaupt physische Attacken, wenn man versucht, Rutenschall einzusetzen? Ach so, Tackle. Es kann der wahr sein, dass wir auf alles Mögliche so nutzlosen Gammel Giftpuder einsetzen müssen. Weil Reuter einfach nur... Reuters Genauigkeit sinkt, der toll. Macht diesen Kampf unnötig länger und komplizierter und dümmer und... Stirb jetzt einfach an dem Gift, ja? Stirb! Stirb, du Viech! Heute reicht Level 24. Reuter versucht Säure zu erlernen. Eine weitere Kackattacke für Reuter. So was, wir verlernen Stachelspore. Es ist zwar endlich mal eine andere Attacke für Damage, aber es ist trotzdem eine Scheißattacke. Stärker so aus. Säure, es ist eine Giftattacke. Schon das ist alleine Sinn, Grund genug, die zu rechtfertigen. Also zu... Ihr wisst schon. Säure an 40. Okay, ich muss sagen, es ist doppelt so stark wie Absorber, aber trotzdem scheiße. Eventuell verteidigen. Ich würde es gerne umsortieren, danke. Kimono Girl Nummer. Gefällt dir mein Tanz? Ich kenne mich auch gut mit Pokémon aus. Wenn du dich so gut mit Pokémon ausdenkst, wie die anderen. Aber übrigens, wenn ihr es noch nicht gecheckt hat, übrigens, so by the way, die haben alle eine Entwicklung von Evoli. Lore hieß die. Oder Lore. Lorelei vielleicht, wie der Top 4 Tussel-Tante da. Ist ein... Obwohl, nee, eigentlich nicht. Säure. Macht es Damage? Wie wir sehen, nicht wirklich. Aber es verwandelt diesen Kampf zu einem 20-Hit-KO mit Giftbruder zu einem 3-Hit-KO. Ohne Giftbruder. Ich frage mich, ob Säure überhaupt vergiften kann. Es kann zwar Verteidigung senken, aber kann es eigentlich auch vergiften? Ich weiß es nicht. Also der Soundeffekt ist immer noch crazy. Dieser Attacker. Kimono Galore wurde besiegt. Oh, du kennst dich auch gut mit Pokémon aus. Ja, mit meinem großen Pokémon kenne ich mich sehr gut aus. Ich kann nicht aufhören zu tanzen, solange es Leute gibt, denen ich dadurch Freude bereite. Auch meine Pokémon unterstützen mich dabei. Ich werde tanzen bis zum letzten Mann. Eine anständige Sauber... Oh, wir können hier runterspringen, ist ja lustig. Eine anständige Sauber... Bioreit. Oh, ihr sollt gefallen, mein Kamerad, auf der Tanzfläche der Erde. Das versprechen, ich werde weiter tanzen bis zum letzten Mann. Ich habe viel trainiert, also dachte ich, es wäre gut, aber ich bin es wohl nicht. Nein. Und jetzt gibt mir das Surfer-TMO, habe ich schon verraten. Nicht nur Großartig, sie sind auch gute Pokémon. Ich fordere sie ständig. Sie haben noch nie ein Jahr, wie du kämpfst, wie ein Tanz. Also, etwas sieht man nicht oft. Ich möchte etwas geben, nur zunehmend ist ruhig. Yay. VM3. Das ist Surfer. Damit können Pokémon jedes Gewässer... Ja, eine gute Attacke. Wetten, die kann keiner aus unserem Team lernen. Wahrscheinlich nicht, deswegen muss ich Visor was entwickeln, ne? Ich glaube, Visor kann Surfer erlernen. Wenn es wie Senior... Nein, es kann auch so schon Surfer erlernen. So. Hey, wir haben unseren Surfer vor allem klar. Wir können Surfer aber erst nach der Arena in der Stadt hier einsetzen. So, damit haben wir schon mal einen Punkt von Teak City abgegrast. Oh, und wir gehen erstmal heim, denn... Ich weiß... dass uns etwas Haariges sozusagen bevorsteht.
Also nicht wirklich haarig, aber der ist bestimmt auch haarig, der Typ. Oh Gott, was ich für eine Scheiße. Hat man eine Verantwortung, was ich hier schon wieder für Scheiß laber. Auf jeden Fall werden wir gegen einen Scheißer kämpfen. Der uns schon mal Pokémon gekostet hat im Turm. Denn wir gehen jetzt in den abgefackelten Turm rein. In die Arena können wir noch nicht, weil wir... Weil der Arena leider auch noch irgendwie dort in dem Turm rumhängt. Deswegen müssen wir ihn erst holen. Eusin. Oder auch Eusin. Ich heiße Eusin. Ich bin auf der Suche nach einem Pokémon namens Suicune. Oder Suicune für die Deutschen. Und die keinen Plan von Pokémon haben. Ihr Spasten. Und wer bist du? Tobi, schön dich kennenzulernen. Ich bin Yuzi. Ich bin ein Kindervergewaltiger. Und es macht mir Spaß. Ich hörte, dass Suicune hier in der Turmruine ist. Also wollte ich es sehen. Aber wo genau ist es? Und da steht der Rotzkopf. Und das ist übrigens Jens, der Arenaleiter da drüben. Und hier gibt es wilde Kämpfe in dieser Turmruine. In einer abgefackelten Turmruine. Zielen sich Ratfratzes an. Oh, ich will was Ordentliches zu fangen haben, Säure. Ich krieg immer nur den letzten Scheiß vom letzten Scheiß. Wisst ihr das? Den, wirklich, den letzten Scheiß vom letzten Scheiß. Ratfratz. Wir haben doch schon eins. Oder? Nee, wir haben noch keins. Aber es ist trotzdem mega behindert. Ich würde es gerne rechtsradikal nennen, aber das geht leider nicht. Dein Arm ist zu lang. Okay, wir... Aber, wisst ihr, hier gibt es auch Slimer und oder Coughing, also Smogon drin. Ah, nee, wir kriegen gerade Fratz. Seine Anpassungsfähigkeit ermöglicht es ihm überall zu leben. Es vermehrt sich rasch. Halt die Fresse! Ich dachte, wir hätten eigentlich schon eins, aber es ist trotzdem mega scheiße. Ratata. Nennen wir das. Wir könnten es auch, lecker, mit Ketchup nennen. Jens, der Arenaleiter von Teak City, muss die sogenannten legendären Pokémon Suicune, Entei und Raikou studieren. Eusin ist gekommen, also habe ich beschlossen, den Turm mit ihm zu untersuchen. Ach, Eusin-Fanboy. Und dort oben zertrümmerer Stein, da können wir nicht weiter. Boah, das war so ein Viech. Los, Reuter. Attack is weak, point for massive damage. Redraiser. Ja. Säure. Mensch, jetzt können wir sogar zwei Level unter dem, was wir gefangen haben. Mann, das war viel besser. Da kommen wir nicht hin. Gehen wir also wieder zurück. Tja, Leute, war ja ganz nett bei euch. Bei dir nicht, Yuzi. Oder... So. So. Bah. Ich den alten schon sehe. Punkt, 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 Punkt. Oh, du bist es. Ich suche nach legendären Pokémon, die angeblich hier leben. Aber hier ist nichts. Nichts! Das ist den Aufwand hier zu kommen. Herzukommen, rechtfertigt. Absolut nichts. Das ist alles deine Schuld. Dennis ist der Anführer. Nee. Ja. Ach, Silver. Oder Silber eigentlich, aber ich habe englische Let's Plays geguckt. Wenn du ihn noch Free Question Marks nennen. Apollo, ja super. Es fängt geil an. Fängt geil an schon wieder für Reuter hier. Ne? Level 20 ist glaube ich... No. Los war mal Rapper Supper, denn. Wisst ihr. Es könnte schon interessant haben. Denn Geistattacken keine Wirkung auf Rapper Supper, hingegen Flugattacken Wirkung auf Apollo. Ist keine Fluch. Nutzloseste Attacke, wenn es in Geist-Pokémon einsetzt. Ansonsten nicht so schlechter Buff, muss ich sagen. Auf Pokémon, die sowieso schon langsam sind, zumindest. Heute erreicht Level 25. Nice. Rapper Supper? Er hat einfach nur Erfahrung. Silver setzt Magnetilo.
glaube, dann kommt der gute alte Dark Dragon mal wieder zum Einsatz, den wir jetzt ein bisschen erstmal zurückhalten müssen, weil er schon Level 26 ist, wie ein scheiß Käferwettbewerb. Also, ich habe bis jetzt den Käferwettbewerb nicht nochmal gemacht, obwohl ich gesagt habe, dass ich ja den Sonnenstein besorgen will. Das heißt, ich könnte eigentlich auch die anderen im Käferwettbewerb währenddessen dann hochtrainieren. Also, ist nicht so das Problem. Tyrakrok kommt das nächstes Jahr. Dieses Pokémon wird leiden. Da ich sehr zuversichtlich bin, dass Reuter zu schwach ist, setze ich den erstmal ein. Ja. Benutze Schlafpuder. Natürlich, oh Gott, ist es schneller. So, Schlafpuder connects. Das wird gesaugt. Literally. And physically. Pam. Und es macht, naja. Naja, der Mensch macht das. Ah, das Vieh schläft ja also. Ist halb so wild. Solange wie es schläft, ist halb so wild. Bah, verdammt, ist es aufgewacht. Oh Gott, Reuter. Warum hat es so wenig Damage gemacht? Ach ja. Weil Biss eine Unlichtattacke ist und Unlicht ist spezial in der Generation. Und er hat einen Silberblick Feuer aufgewumpt. Ach nee, so ein Spacken. Ist ja, weil Biss spezial ist, wird's nicht stärker gegenüber uns, weil er einen Silberblick um uns drauf gehauen hat. Zubat. Natürlich, der hat ein paar Ass-Pokémon. Finde ich geil, hä? Bis jetzt haben wir also einigermaßen was sein Team kontert, also ist ja okay. Das hatten wir im letzten Kampf nicht so wirklich. Ach ja. Memories. Ultraschall. Ich geh kacken. Dann geht die Scheiße daneben, ey. Bis jetzt hätte die durch die Scheiße hat's getroffen, aber nein. Geht die Kacke daneben. Schön, gut. First 200. First Level 24. Silver wurde besiegt. Humpf. Darum hasse ich es, gegen Schwächlinge anzutreten. Es ist keine Herausforderung. Ich hab dich gerade platt gemacht, aber sowas von. Ach egal, du warst sowieso nicht fähig, ein legendäres Pokémon zu fangen. What? Humpf. Was hast du dir dabei gedacht, einfach in ein Loch zu fallen? Du Genie. Das geschieht dir recht. Alter, was ein Spacken. Sie wären ja im Loch gefallen und in einem geheimen Rape-Keller von Yuzin rausgekommen, ja, in einer Höhle. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir diese Höhlenforschung hier betreiben. Hahaha, wir sehen uns.